Hallo, guten Morgen. Ich habe mal wieder ein paar Sachen fertig und die würde ich euch gerne mal zeigen. Das erste habe ich ein Album gemacht, habe ich Chipboard mit Fotokarton beklebt. Und ja, das ist die Vorderseite hier. Habe ich so eine kleine Fahne ausgeschnitten und hier habe ich so kleine Stoffteile genommen, so kleine Stoffbänder. Und hier noch was drauf gestempelt. Und hier auf der Seite habe ich auch noch mal so eine kleine Fahne gemacht, ein bisschen gestempelt. Innen habe ich es auch ganz einfach gelassen. Ich habe hier wieder diese Bindung gemacht, die ich schon öfters gemacht habe, wo die Kinnbindung innen ist. Das habe ich dann extra aufgeklebt. Das ist die erste Seite. Das habe ich embossed, diesen Traumfänger, und Transparentpapier drauf gemacht. Hier so eine kleine Tasche. Hier hinten ein Fahrrad embossed und eine Wolke ausgeschnitten. Hier habe ich so einen Tag dran gehängt mit einer Schleife und auch ein bisschen gestempelt. Auf dieser Seite auch noch so eine Fahne gemacht. Das ist mal was ganz Einfaches. Hier ein bisschen mit dem Bordürenstanzer gestanzt. Hier auch wieder ein bisschen gestempelt. Hier habe ich ein bisschen mehr drauf gemacht. Das kann man dann so aufmachen. So. Und hier habe ich dann auch noch mal so einen kleinen Umschlag. Das war auch bei diesem Papierset dabei. Und da kann man dann was reintun. Das war so ein Stanzblock. Da waren viele Sachen dabei. So, dann diese Seite habe ich wieder so Fähnchen gemacht, wieder so Stoffbänder genommen, ein bisschen mit dem Stift, als wäre das umnäht. Also umnäht habe ich diesmal nicht. Hier habe ich aus dem Transparentpapier, das war auch dabei, so einen kleinen Umschlag gemacht. Hier nochmal ein Tag rein. Hier wieder eine Wolke, so ein bisschen Kleber drauf. Hier habe ich auch wieder so eine Fahne gemacht und auch wieder embossed. Und hier nur gestempelt. Ja, und das hier ganz frei gelassen. Also gar nicht so viel reingemacht. Ganz einfach und das gefällt mir auch richtig gut. Man muss ja nicht immer so viel reinmachen in die Bücher. So, das war das erste, was ich fertig hatte. Dann habe ich was gemacht. Das habe ich mal ausprobiert. Für meine Nichte. Zum Geburtstag. Er hat drei Kinder und da wollte ich ein Fotoalbum machen, wo alle drei zusammen in einem sind. Und das habe ich mit so einem großen Filefolder gemacht. Hier hinten habe ich die so eine verdeckte Kindbindung gemacht. Das habe ich jetzt nur abgedeckt, weil die Namen da drauf stehen. Und dann zeige ich es euch mal. So, das ist dann vom ersten Kind. Da ist 5. So, ist glaube ich ein bisschen besser. Hier habe ich diese Klappen gemacht, so Wasserfalltechnik. Da hatte ich so tolles Papier von der Katrin Holländer mal gekriegt. Totoro habe ich noch mit dabei. Es ist also richtig schön bunt. Und hier die Seite ist dann so zum Aufklappen. Und das ist diese Seite. Mal in diese Richtung, dass noch ein bisschen mehr Platz ist. Alles mit diesen Monstern. Das ist also so rum. In der Mitte kommt das Mädchen, die ist 2. Ich habe das jetzt nicht so babymäßig oder so gemacht, weil das soll ja auch ein bisschen länger dann sein für mehrere Bilder. Da habe ich natürlich ein bisschen mädchenhaft gemacht mit Rosa und Orange und so helle Farben. Hier noch mal so eine Tasche aufgeklebt. Ich blätter jetzt einfach mal so durch, weil viel habe ich ja nicht dran gemacht. Ich habe nur verschiedene Seiten ausgeschnitten und geklebt mit dem Papier. Das sind halt alles mehr so Pastellfarben und so kleine Fähnchen. Ja.
Zahnpasticker noch drauf gemacht und hier mal eine lange Seite. So, jetzt geht es mir hier auch schon wieder raus. Immer geht die lange Seite hier raus. Ah, da muss ich mal gucken, ein bisschen besser zusammendrücken. Das hier ist auch von einem Jungen. Da ist aber erst noch ganz klein, der ist noch Baby. Das ist der dritte. Der bekommt auch seine eigene. Da habe ich diese Seiten hier reingemacht, diese PVC-Hüllen. Kann man alles rausmachen. Also ich habe es nicht festgeklebt. Kann man alles rausmachen und beschriften und Bilder drauf machen. Hier nochmal so eine Hülle. Und das habe ich dann so gelassen. Hier hinten dann mit einer Klappe gemacht. Wo auch noch mal irgendwas reinstecken kann. Und hier unten habe ich so ein kleines Teil gemacht, wo ich nur normale Blätter rein habe, wo man auch noch Bilder dann reinkleben kann oder was schreiben, wie auch immer. So, das war es auch schon. Hier muss ich gucken, wie ich es wieder reinkriege. Ist schon drin, aber richtig dicht ist es noch nicht. Gut. So, das gibt noch was, das gibt noch das Geschenk dann. Ich hoffe, es gefällt ihr. Ist schon ziemlich dick geworden und wie gesagt, die Bindung habe ich hier hinten versteckt, damit man das hier nicht so sieht. Sonst habe ich hinten nichts mehr drauf geklebt. Hier vorne nur so ein Stern, weil ich hingeschrieben habe, meine drei Sternchen. Und ja. Gut, das war es auch schon. Ein paar Ausdrucke habe ich eher noch gemacht mit ein paar Sprüchen und so, wo man was eintragen kann. Da habe ich was gefunden, das finde ich immer schön. An diese Tage möchte ich mich erinnern. Das machst du am liebsten, wie alt, und das hast du gesagt, Wörterbuch, du, in Deutsch. Fand ich total niedlich. Das habe ich hier ausgedruckt und ein paar Sprüche noch. Dann kann man das noch dazu machen. Und ja, so, das war es auch schon von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.